da sind. Mal vor circa 20 Jahren angefangen, unsere Rechner, die wir damals ja noch auf unseren Schreibtischen mit unserer eigenen Software und unseren eigenen Daten stehen hatten, zu vernetzen. Das war auch ganz wunderbar. Wir befanden uns im Post-Commodore-Zeitalter zwar schon, aber im Client-Server-Zeitalter oder ich nenne das mal im Software-Zeitalter, wo die Sorge über die Kontrolle über die eigenen Daten noch nicht so groß war. Erstmal waren die Rechner nicht vernetzt. Und wenn man sich vernetzt hat, war es kompliziert. CompuServe, AOL und FidoNet und wie sie alle hießen, waren ja dann eher was für Geeks. Und außerdem waren wir auch noch nicht so viele. Wir waren nicht 3, so und so viele Milliarden, wie Frau Leuthauser-Schnarrenberg gerade gesagt hat, sondern weltweit, ich weiß nicht, lassen es mal 1-2 Millionen gewesen sein wahrscheinlich. Wir haben uns dort noch wohl gefühlt, denn wir wussten, wo unsere Daten liegen. Spätestens dann, wenn unsere Diskette kaputt ging oder Festplatte, wenn wir viel Geld hatten. Da waren sie nämlich weg, ne? Und sie waren nirgendwo anders zu finden. Aber wir hatten auch eine ganze Reihe von Sorgen nicht. Mit dem Internet kamen ja dann die ersten Viren, die sich verbreiten konnten, vollautomatisiert und an unsere Daten rangingen. Und eigentlich kann man ja fast sagen, Cloud Computing als Weiterentwicklung ist der Supervirus. Denn was haben wir gemacht? Wir haben unsere sämtlichen Daten in eine für uns nicht kontrollierbare Cloud gelegt, wo wir nicht so ganz genau wissen, was da eigentlich läuft, selbst wenn wir uns gut in der Industrie auskennen. Nun ist es ja nicht aus Versehen passiert. Cloud Computing ist ja offensichtlich etwas Attraktives. Warum ist eigentlich die gesamte Industrie in den verschiedensten Zweigen in die Cloud gegangen? Schauen Sie sich den Journalismus an, wie der sich verändert hat, die Film- und Musikindustrie, wie die sich verändert hat, die Softwareindustrie, wie sie sich verändert hat. Es gibt wahrscheinlich keine Industrie, die sich nicht dadurch verändert hat. Und es gibt wahrscheinlich in der Industrie, zwar wurde gerade in unserem Hinterhaus gesagt, erst 30% des Mittelstandes machen sich Gedanken über ihre eigenen Clouds, die sie eigentlich zur Vernetzung ihrer Geräte aufbauen sollten. Und das ist schlecht und viel zu wenig, richtig. Eigentlich muss sich jeder, auch Maschinenbauer, darüber Gedanken machen, wie denn die Datenversorgung aussieht, wie seine Rolle in Big Data spielt oder ob er sich das lieber abnehmen lassen möchte von im amerikanischen Konzern. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja bereits die Ergebnisse, was mit Industrien passiert, die durch diesen Zyklus schon durch sind. So, wir haben ich glaube, der Höttges hat das gesagt, wir haben die erste Halbzeit verloren als Deutschland oder Europa, wenn es ins Internetzeitalter geht. Der Herr Gabriel hat dann gesagt, Gott sei Dank gibt es mehr als 2 Halbzeiten in dem Spiel. Es gibt auch noch eine 3., 4., 5. und eine endlose Verlängerung. Das stimmt natürlich. Aber auch die 2. Halbzeit verlieren wollen wir vielleicht nicht. Und das bedeutet eigentlich, dass wir die Kontrolle über unsere Clouds wieder zurückgewinnen müssen. Warum wollen wir das? Denn letztlich geht es ja darum, dass wir dem Verbraucher, dem Endverbraucher, der irgendetwas macht mit unseren Angeboten, ich spreche jetzt für die Wirtschaft, dem möchten wir einen Grund geben, uns zu vertrauen. Denn letztlich dreht sich alles nur um das Wörtchen Vertrauen. Es blickt nämlich kein Mensch, und das kann ich für mich selber auch sagen, mehr durch, was wirklich alles läuft. Und ich bin schon so alt und schon so lange in der Industrie, dass sogar der junge Markus sagen kann, dass wir uns schon so lange kennen. Ich bin noch viel länger dabei. Ich bin Baujahr 64, Babyboomer und war früh im Alter von 12 schon in Computer verliebt. Da musste ich sie mir noch zusammenlöten. Das heißt, wir können das ja nicht mehr wegdenken aus unserem Leben, aber wir haben ja auch die Verantwortung, etwas zu bauen, was den Leuten, die entweder sich nicht so früh damit beschäftigt haben oder die jetzt einfach nur Anwender sind, Vertrauen in die Technologien zu geben, die wir ihnen in die Hand drücken. Das heißt, es geht darum, das Vertrauen eigentlich wiederherzustellen in die Cloud-Lösung, denn es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir können nicht zurück die Zeit zurückdrehen zum C64, zu unserem schönen Brotkasten, der ist lange her. Wir alle wollen eigentlich gerne unser Smartphone benutzen und wir wollen Google Maps benutzen und wir wollen die Internetsuche benutzen, weil sie ist einfach gut und sie bringt uns voran. Das Internet ist, glaube ich, die wichtigste Infrastrukturkomponente, die entwickelt worden ist in den letzten 100 Jahren. Also direkt nach Strom und Dampfmaschine, denke ich, ist das wahrscheinlich das nächstwichtige Teil. Und das wollen wir ja nicht wieder ausknipsen. So, wie stellen wir denn jetzt dieses Vertrauen wieder her? Wie können wir dem Endverbraucher sicher ein Gefühl mitgeben, dass das, was er benutzt, gut und richtig ist und dass es seine Grundrechte schützt? Wir Deutsche, und vielleicht kennen Sie den Herrn dort, Ulrich Mühe, leider schon tot, aus einem sehr schönen Film, Das Leben der Anderen. Ich bin 1964, ich habe es ja eben schon erwähnt, geboren allerdings in Leipzig. Und als Ossi hat man, zu der Zeit stand die Mauer noch für die jungen Leute, da gab es noch 2 Deutschländer. Ich hatte das Glück, 1974 in den schönen Westen zu kommen. Das heißt, ich hatte 10 Jahre Exposure sozusagen und konnte mir das dann auch nochmal von der anderen Seite angucken. Wir Deutschen haben da ja eine besondere Rolle. Wir fallen ja auch schon mal auf. Ich meine, warum kommt der Erik Schmidt, der Google-Aufsichtsratsvorsitzende, extra auf Kuscheltour nach Deutschland jetzt gerade? Weil wir am lautesten gegen das Gebaren dieser Konzerne meckern.
Warum gerade wir? Naja, relativ einfach. Ich erinnere an unsere wunderbare Zeit hier in Deutschland nach 1933 oder 38, je nachdem, wo man zählt. Dort hatten wir eine Gestapo, die schon das Role Model für den KGB und nachher auch für die Stasi war, die uns vorgemacht hat, wie man ein ganzes Volk überwacht. So, das ist in unseren Köpfen, in unserer Kultur, denke ich, ziemlich tief hängen geblieben. Und deswegen sind wir wahrscheinlich besonders sensibel, wenn es um unsere Grundrechte geht, um das Gefühl geht, dass hier irgendjemand in irgendwas rumkramt, was ihn eigentlich nichts angeht. Ich glaube, wir sind alle nicht so sehr die Fans von diesem Spruch von jedem selben Eric Schmidt: Wenn du nicht möchtest, dass irgendwas im Internet steht, dann tu es doch einfach nicht. So nach dem Motto, also deine Privacy ist eigentlich nur ein Wunsch von dir, weil du wahrscheinlich irgendwelche Schweinereien machst. Nein, Herr Schmidt, also wenn ich auf der Toilette sitze oder in der Badewanne oder mir in der Nase popel, möchte ich nicht, dass Sie zugucken. Und ehrlich gesagt, das macht jeder. Also ich glaube, diesen feinen Unterschied zwischen Privacy zum einen und irgendwelchen illegalen oder nicht so ganz erst reinen Dingen zum anderen, da eine Verbindung herzustellen, ist schon ein klein wenig infam, um uns einzureden, dass wir diesen Anspruch eigentlich gar nicht haben. So, wie kann man nun Vertrauen eigentlich herstellen? Cloud ist Software plus Daten plus, es gibt so einen schönen Begriff, den ich jetzt neulich gelesen habe, die Datenabgase, die wahrscheinlich noch viel wichtiger sind als die Daten selber. Das sind nämlich die ganzen Spuren, die wir hinterlassen, wenn wir einfach nur irgendwelche Dienste benutzen, die sogenannten Metadaten. Alles, was in irgendwelchen Logfiles auf Ihren Servern steht, die Sie da betreiben, wenn Sie aus der Branche kommen. Die Daten sind noch viel interessanter oder mindestens genauso interessant wie die eigentlichen Daten, die wir Benutzer erzeugen. Dass jemand meine Mails liest, in 98% der Fälle ist das echt uninteressant. In 2% der Fälle ist das vielleicht interessant, aber vielleicht ist es viel interessanter, mit wem ich überhaupt irgendwelche Mails austausche. Weil ich damit ein Profil hinterlasse und profilierbar bin, viel mehr als vielleicht sogar über meine Inhalte. Und über meine Surf-Historie möchte ich gar nicht erst nachdenken, welche auch falschen Schlüsse da möglicherweise rausgezogen werden können. Das ist mal so richtig gefährlich. Und wenn ich mir überlege, welches Wissen jetzt angesammelt worden ist von den großen Internetkonzernen, was die über mich wissen. Der Aral Balkan, den hatten wir auf unserem Open Exchange Summit jetzt in München vor circa einem Monat, hat das wunderschön formuliert mit iSimulation, hat seinen Vortrag gehalten. Er hat gesagt, es gibt im Grunde genommen einen virtuellen Raphael bei Google und bei Facebook und bei all den Konzernen, die die Daten sammeln, der aus den Datenabgasen und den Daten von mir zusammengebaut wird. Und dieser virtuelle Raphael kommt mir sehr nahe, aber vielleicht weiß er sogar mehr als ich, weil es natürlich ganz viele virtuelle uns alle dort gibt. Und natürlich kann man das Big Data-mäßig wunderbar übereinanderlegen und sagen, ein Raphael, der das hier gemacht hat, hat dann nachher noch das hier gemacht. Wir kennen das alle von Amazon, ne? Ein Raphael, der das Buch gekauft hat, hat dann nachher auch das Buch gekauft. Das finden wir ja gut, ne? Aber wenn ich mir das so weiterdenke, dann sage ich mir, ja, jetzt wird es mir aber ein bisschen schwummerig und gruselig. So kann es eigentlich nicht sein. Vertrauen. Wir haben eigentlich schon ein Vertrauensproblem mit Software gehabt, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken. Früher und uns alten Open-Source-Haudegen hat das ja bei Software schon gereicht, dass wir eigentlich geschlossener, proprietärer Software nicht vertrauen können, denn wir wissen nicht, was sie macht. Solange unsere Rechner aber nicht wirklich vernetzt waren, war das ja nicht weiter schlimm, was sollten sie schon machen? Die konnten ja noch nicht mal nach Hause telefonieren. So, als wir dann angefangen haben, die zu vernetzen, wurde es ganz komisch. Also erstens haben wir dann festgestellt, okay, wir können vielleicht noch auf der Leitung mal nachhorchen, was sie da machen. Aber oftmals kann man ja guten Traffic von schlechten Traffic nicht unterscheiden. Und spätestens jetzt, wo wir nicht nur Software auf unseren Rechnern betreiben und noch auf der Leitung rumschnüffeln können, sondern unsere Software und unsere Daten in einen Dienst irgendwo in einem Rechenzentrum von irgendeinem Konzern legen. Spätestens hier kann es ja eigentlich nicht mehr sein, dass wir nicht mehr wissen, was da läuft. Das heißt, der Gedanke von Open Source, Vertrauen herstellen in das, was die Software macht, übertragen in die Cloud, heißt eigentlich nichts anderes, als dass man eigentlich nichts anderem als Open Source basierenden Cloud-Diensten noch vertrauen kann. Denn nur so können wir ja nachvollziehen, was eigentlich passiert. Ich habe das mal in 3 Geboten zusammengefasst. Die Folienreihenfolge stimmt nicht so ganz, aber jetzt springe ich hier hin. Fangen wir mal ganz banal an. Wenn Sie ein Facebook benutzen und Sie verlieren plötzlich das Vertrauen in Facebook, warum auch immer. Wenn Sie es jetzt noch nicht verloren haben, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Aber sagen wir mal vor 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 9 Jahren, keine Ahnung. Das Problem
dabei ist nicht so sehr, dass Facebook vielleicht ihr Vertrauen verloren hat. Jeder kann ihr Vertrauen verlieren, wenn er sich nicht vernünftig benimmt. Ich auch. Aber das Problem ist, dass sie überhaupt nicht wechseln können. Es macht einfach keinen Sinn, nach Ello oder sonst was zu gehen, wenn nicht ihre ganzen Freunde mitgehen. Und sie haben auch gar nicht die Wahl, ob sie ihre Daten in den Facebook-Server stopfen oder irgendwo anders hin. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ihr E-Mail-Provider. Das geht noch so einigermaßen. Warum? Weil E-Mail, wie so viele guten Technologien, wie eigentlich das ganze Internet, basiert auf offenen Protokollen und meistens auf Open-Source-Software. Und deswegen können sie ihren E-Mail-Provider umziehen. Deswegen können sie sagen, lieber Gmail, ich traue dir nicht mehr, ich finde jetzt 1&1 oder Strato oder mein EDV-Heini von Umme Ecke, mit dem ich schon seit 20 Jahren arbeite, viel vertrauenswürdiger und der betreibt jetzt meine E-Mail. Und wissen Sie was, Sie können sogar Ihre Daten mitnehmen von A nach B. Und woran liegt das? Das E-Mail basiert auf offenen Protokollen. Es gibt jede Menge Software, die diese offenen Protokolle implementieren. Und Sie können sich aussuchen, welchen Provider Sie haben, weil der Cloud-Service E-Mail wird von vielen Providern angeboten und die können die Daten von einem Provider zum anderen umziehen, weil die A, die Software verfügbar ist und B, weil die Software offen ist. Deswegen gibt es offene Standards. Bei Facebook ist nichts davon der Fall. Und bei den Google Maps ist nichts davon der Fall. Und bei vielen, vielen anderen Diensten, auch wenn sie ein Microsoft Office 365 machen, auch wenn Microsoft eigentlich mal eine Softwarefirma war, aber die Office 365 Software können Sie nicht kaufen, denn sie ist nicht Exchange und sie ist nicht Office, sondern sie ist was anderes. Das heißt, wenn wir die vier Gebote einfach mal als Maßstab anlegen und sagen, damit ich Vertrauen in einen Dienst haben kann und damit ich es mir erlauben kann, mein Vertrauen auch zu entziehen und den Provider zu wechseln, muss es diesen Ansprüchen genügen. So, jetzt kann man über den letzten noch debattieren. Man kann ja sagen, na komm, wir haben früher auch proprietäre Software verwendet, ne, wir haben eine ganze Bude voller Microsoft, ne, auch wenn das etwas nervt, weil es teuer ist, aber geht doch. Naja, in Cloud-Diensten eben nicht. Weil vorher, wenn Sie die Software selber betrieben haben, konnte noch jemand bei Ihnen in der IT sich seine Nase auf die Leitung setzen und rumschnüffeln, was denn da eigentlich passiert. Und wenn die Software irgendwas Unanständiges gemacht hat, zumindest theoretisch das auch rauskriegen. Leicht ist das nicht. Und man weiß auch nicht immer genau, was die Software macht, aber man weiß, sie macht was und das sollte sie eigentlich nicht tun. Bei Cloud-Diensten können sie das nicht mehr, weil sie ja nicht in das Rechenzentrum des Providers reinkommen. So, und deswegen dürfen sie eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern deswegen dürfen sie Cloud-Diensten, die nicht auf Open-Source-Software basieren, nicht vertrauen. So, und damit ist der Keks eigentlich gelutscht. Also wenn wir jetzt Standards machen, Entschuldigung, meine saloppe Ausdrucksweise, dann merkt man, dass ich aus der Wirtschaft komme und noch nicht so geübt bin. Wenn man das mal hergeleitet hat und sagt, jawohl, das macht Sinn, das kann ich nachvollziehen und ehrlich gesagt fallen mir auch wenig Gegenargumente ein, dann ist es ja auch nicht mehr so schwer zu sagen, okay, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir für die Umsetzung sorgen, um das Vertrauen in Cloud-Services wiederherzustellen, was so eminent wichtig ist für unsere Wirtschaft. Die gute Nachricht ist ja, das ist natürlich eine Riesenchance für die europäische Wirtschaft, denn die amerikanischen Over-the-Top-Anbieter, die hier jetzt schon heute öfters mal genannt worden sind, erfüllen diese Kriterien nicht. Und viele können diese Kriterien nicht erfüllen, denn ihr Geschäftsmodell basiert darauf, genau das hier nicht zu machen. Wie verdient Google Geld? Ist ganz einfach. Ist ja nicht so, dass Sie nach Google gehen und sagen, Google, ja, hast du einen Cent, ich mache jetzt eine Suche, noch einen Cent, noch eine Suche, noch einen Cent, noch eine Suche, sondern das ist umsonst. Kostenlos. Wir lieben kostenlos, das ist toll. Das machen wir einfach. Google Maps, Google Mail, kostenlos, kostenlos, kostenlos. So, was machen die? Naja, sie müssen ja irgendwie Geld verdienen, ist ja eine Firma. Sie gehen an ihre Daten ran und leiten daraus ein Geschäft ab. Intelligente Anzeigenschaltung kann man auch sagen, naja, also besser als schlechte Anzeigen, dann lieber gute, ne, die irgendwie getargetet sind. Aber sie bauen eben die Simulation von ihnen. Und was sie da alles mitmachen, kommt manchmal raus, ne, so wie Facebook ja mal unsere Timeline manipuliert hat, um uns in schlechte Laune zu pushen. Das ist dann irgendwie rausgekommen, dass sie das gemacht haben. Also man hat uns etwas als Facebook in die Timeline gepusht, um zu gucken, ob sie unseren Gemütszustand dadurch beeinflussen können. Ob unsere Posts dadurch negativer werden. Nicht uns alle, aber irgendein Sample von uns Facebook-Benutzern. So, dann kam das raus, erboste Aufschrei, jetzt wird es aber wirklich unlustig. Und hat Facebook gesagt, oh, tut uns leid. Nicht etwa, dass wir das gemacht haben, sondern dass wir so schlecht kommuniziert haben, was wir da gemacht haben. Ein feiner Unterschied. Ne? Also denen tut nicht leid, was sie gemacht haben. Wir, Facebooks Laborratten,
Tut uns leid, liebe Laborratte, wir hätten es dir besser erklären sollen. Im Übrigen machen wir das weiter. Das heißt, Vertrauen, Daten, Geschäftsmodelle, die auf der Ausnutzung unserer Daten beruhen, können wir per se nicht vertrauen, weil wir ja nicht wissen, was diese geschlossenen Konzerne mit unseren Daten machen. Und selbst wenn sie ganz toll sind, don't be evil. Wenn dann aber 200 Milliarden Dollar Börsenwert da steht, dann braucht man nicht evil werden, um sich klarzumachen, dass hier andere Mechanismen wirken. Da sind auch die netten Google Boys nicht mehr Herr der Lage, was sie da tun müssen. Sondern da ist Big Money unterwegs. So, wenn wir als Konsumenten können sagen, okay, ich mag Free und nutze das, das ist super und mir ist das doch wurscht. Meine Kinder sagen das immer, die sind 14 und 18, denen ist das doch wurscht. Ich sage, es wird der Tag kommen, da ist euch das nicht mehr wurscht. Und dann könnt ihr das nicht mehr ändern. Dann habt ihr nämlich euren Datenabgase hinterlassen. Und diese Konzerne haben ein super Profil von euch. Aber ich kann es euch ja nur, ihr hört sowieso nicht auf die Eltern, auf die zu allerletzt ja meistens, die eigenen Kinder. Ne? Ich kann es euch ja sagen, so oft ihr wollt. Wir als Erwachsene, ich glaube, wir wissen, was das bedeutet, wenn man die Kontrolle über etwas hinten mal abgegeben hat. So, das zurückzugewinnen, wie gesagt, amerikanischen Konzerne, deren Geschäftsmodelle auf die Ausbeutung unserer Daten beruhen, können da gar nicht mitspielen, weil ihr Geschäftsmodell da quer steht. Und Google kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir verschlüsseln jetzt mal alles, weil wir es cool finden, weil dann ist aus mit Geld verdienen. Dann werden keine Daten mehr gesammelt. Was meinen Sie wohl, warum Google Street View in 100 Varianten mit Rucksack, Auto, Roller, Fahrrad, Flugzeug, warum gibt es das? Weil natürlich alles digitalisiert ist. Das sind Datenkraken. Daten, Daten, Daten. Ich brauche mehr Daten. Der Errol hat ein schönes Bild von so einer fleischfressenden Pflanze aus dem alten Film, die immer größer wurde. Am Anfang brauchte die eine Fliege, am Schluss hat sie Menschen gefressen. So ähnlich kann man sich diesen Datenhunger vorstellen. Das heißt also, Riesenchance für die europäische Industrie, denn die zweite Halbzeit, wenn die angepfiffen wird, können wir doch dafür sorgen, dass den Leuten klar wird, dass sie sich an diese Regeln halten sollten. Und dann können alle eigentlich nur noch Dienste beziehen, die diese Kriterien erfüllen. Und dann können alle, die an der Industrie teilnehmen und sich an diese Regeln hier halten, ein Wahnsinnsgeschäft machen. Denn eins ist sicher, die Cloud-Industrie wächst wie Hölle. Und das wird sie auch weiterhin tun, denn sie hat enorme Skalenvorteile. Das ist nicht nur die nächste Generation der IT, sondern die nächste Generation aller Industrien. Ich glaube, es gibt kaum eine Industrie, die davon nicht betroffen ist. Jetzt auf unserem Summit in München waren zum ersten Mal Vertreter aus ganz anderen Industrien. Da war zum Beispiel Zeiss Jena da. Dann sagt man, Zeiss Jena, was machen die auf dem Open Exchange Kongress? Naja, die bauen Mikroskope, kriegen Konkurrenz am Low-End aus China, sagen, na, wenn wir schon alle Schulmikroskope machen, dann wäre es doch gut, wenn es eine Zeiss Cloud gäbe, wo die Schüler ihre Erfindungen und Entdeckungen austauschen könnten, die wir vernetzen mit unserem Mikroskop, dass man direkt vom Mikroskop in die Cloud das Bild posten kann, dass wir ein bisschen Big Data machen und so weiter und so weiter. Macht total Sinn. So, und das ist nur ein Beispiel von Hunderten oder Tausenden. Wir sehen das in unserem Geschäft, die Unternehmen, die aufwachen und sagen, wir als souveräne XYZ, souveräner Staat, souveräne Behörde, souveränes Unternehmen. Wir müssen die Kontrolle über unsere Daten zurückgewinnen. Wir wollen einen Service abliefern, den unseren Kunden Vertrauen schenken können. Und deshalb müssen wir vertrauenswürdige Services bauen. Zum Beispiel der Lohnhilfeverein, den kennen Sie vielleicht, oder der Verband der Rechtsanwälte aus Frankreich, die gesagt haben, dass die französischen Anwälte Gmail machen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber wenn wir das mal auf uns hier in Deutschland münzen, und das gilt natürlich dann auch für ganz Europa und eigentlich für die ganze Welt, kann eine Förderung einer solchen Industrie eigentlich sehr einfach sein. Wir brauchen überhaupt gar keine Fördertöpfe aufmachen, sondern wir sollten uns einfach mal hier das zum Standard machen. Wenn immer ein Einkauf stattfindet einer Regierungs-IT, einer regierungsnahen IT, in Verbänden oder in Universitäten, in Bildungsstätten, Schulen und so weiter, wenn man sagt, damit Vertrauen in das System möglich ist, musst du das hier machen, würde allein durch die Einkaufspower von Ihnen, wenn Sie aus der Politik kommen, in den Bereichen, in denen Sie tätig sind, eine solche Förderung entstehen, die mehr als ausreichend sein wird, die Industrie in Deutschland und in Europa, die Open-Source-Industrie, nach vorne zu bringen. Und damit, Markus, ich sehe, du wirst nervös, höre ich jetzt auf. Vielen Dank.